Eine schöne bunte Unterwasserwelt bietet sich jedem Taucher, wenn er sich in Gebieten wie dem Great Barrier Reef aufhält. Korallenriffe wunderschön und doch am Sterben. Aber warum liegt diese Naturschönheit im Sterben? Der Übergang könnte nicht krasser sein als bei einem Korallenriff. Da ist gerade noch alles bunt, schon befindet man sich inmitten grauer, abgestorbener Korallen. Schon heute sind 20% aller Korallenriffe zerstört und weiteren 24% steht dieses Schicksal kurz bevor. Laut Wissenschaftlern sind riffbildende Korallen stärker bedroht als alle Landlebewesen mit Ausnahme der Amphibien. Tatsächlich werden Riffe noch schneller zerstört als die Regenwälder. Doch wer ist schuld? Die Lösung ist schon jetzt klar. Natürlich trägt auch hier wieder der Mensch die Schuld. Durch den Ausstoß von Kohlendioxid erwärmt sich die Atmosphäre und somit auch die Meere. Das gefällt den Korallen überhaupt nicht, denn sie reagieren schon auf kleinste Temperaturschwankungen empfindlich. Auch der Säuregehalt des Wassers steigt durch die zunehmende Aufnahme von CO2 der Ozeane. Und das ist pures Gift für Organismen mit Kalkskelett, wie Korallen. Doch diese unbeweglichen Nesseltiere sind nicht nur durch den voranschreitenden Klimawandel bedroht, sondern auch lokal von der Profitgier des Menschen. Der Fischfang mit Schleppnetzen und Dynamit ist nicht nur für den Tod tausender Fische verantwortlich, sondern auch für den Tod der örtlichen Korallenriffe, die dabei eiskalt zerstört werden. Somit ist die Überfischung ebenfalls ein großes Problem der Riffe. Zudem entsteht durch die Verschmutzung der Meere durch zum Beispiel Plastikmüll eine weitere, nicht unerhebliche Gefahr. Und dabei können Korallenriffe Leben retten. Sie sind Leichenstätte für viele Fische und sie sind Wellenbrecher. Im Dezember 2004 zeigten sie sich im Indischen Ozean bei einem Tsunami von ihrer besten Seite. Der Tsunami nahm 225.000 Menschen das Leben und mehr als 3 Millionen das Zuhause. Und doch wurde Schlimmeres verhindert. Wie spätere Untersuchungen zeigten, hielten Küstengebiete mit vorgelagerten Korallenriffen und intakten Mangrovenwäldern der Riesenwelle besser stand als vorgeschädigte Regionen. Korallenriffe sind also ein Gewinn für den Menschen, die Tierwelt und die Natur. Ein Naturwunder obendrein, das es gilt zu bewahren. Wir sollten uns zudem bewusst sein, dass Korallen, auch wenn es nicht so aussieht, trotzdem Tiere sind. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Kategorie gut informieren. Habt ihr noch Fragen zu diesem Thema? Schreibt sie in die Kommentare. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Das war's von mir. Keep Green, euer Green World Facts TV.